Bravo Web, ne? So, was sagst du? Bist du es? Das erste Mal, es geht ja ums erste Mal. Okay, ja, Flying Pandas halt. Ne, Juba-Film schon. Okay, ah, das erste Mal. Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Julian Bam und ich leihe Sonic meine Stimme. Den Film könnt ihr ab dem 20. Februar im Kino sehen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn findet und ich bin sehr gespannt, wie ihr meine Stimme findet. Und ich bin jetzt gerade hier, denn ich bekomme ein paar Fragen zum ersten Mal. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Das erste Mal im Synchronstudio war für mich nicht etwas komplett Neues, da wir halt auch unsere eigenen Filme immer wieder mal nachsynchronisieren müssen, weil der Sound dann doch scheiße war. Und war trotzdem geil, einfach mal einen Regisseur zu haben, der mir so Anweisungen gibt oder mir mal einfach vormacht, wie eine Stimme klingen soll und einfach ein gutes Feedback da lässt. Deswegen, ja, eine Mischung aus etwas Neuem und etwas schon bereits Vertrautem. So, das erste Mal Sonic zu sprechen, ein Held meiner Kindheit. Natürlich war ich da sehr aufgeregt. Ich war ja auch bei einem Casting erstmal und war natürlich umso glücklicher, dass meine Stimme auch angenommen wurde. Und ja, ich glaube, die Aufregung hat man ein bisschen im Trailer gehört. Und ja, wie soll ich sagen, dieses erste Mal Sonic zu sprechen, das war natürlich geil. So ein Kindheitstraum geht in Erfüllung, auch wenn man davon nicht geträumt hat als Kind. Aber ja, ich glaube, jeder Sonic-Fan, jeder Sega-Fan hätte das dankend angenommen. Dass ich für YouTube vor der Kamera stand, an das ich mich jetzt erinnere, ist wirklich unser erster Kurs für More Than Bread. Da stand ich jetzt erstmal vor der Kamera. Ah, krass, okay, das erste Mal, wo ich einen anderen YouTuber kennengelernt habe oder mit ihm gedreht habe, war tatsächlich auch auf dem Juba-Films-Kanal. Und das war Simon Desue, weil wir da für so einen Film-Award irgendwas gedreht hatten. Und der war dann halt irgendwie auch gebucht von diesem Event. Ich will den Namen gar nicht nennen, weil das Event irgendwie echt kacke war. Auf jeden Fall kam Simon Desue dann zu seinem Dreh und ist danach wieder abgehauen. Eins der ersten Male kann ich jetzt hier nur nennen, weil ich glaube, das sind so kurze Momente, die nicht komplett im Kopf bleiben. Aber das erste Mal war... Also das erste Mal, woran ich mich sehr gut noch dran erinnere, ist, da war ich auf einer Breakdance-Jam und da kamen halt Leute zu uns und meinten, boah, krass, ey, krasse Videos, die ihr hier macht, ihr bereichert diese B-Boy-Szene voll, mega cool. Und das wurde halt immer größer und immer größer, also immer mehr Stars, die ich nur aus dem Internet kannte, also immer mehr so Idole, die ich auch hatte, kamen dann zu mir und haben sich einfach bedankt bei mir, was ich halt gar nicht so fassen konnte. So wirklich kranke Tänzer. Aber es gab auf jeden Fall auch noch frühere Momente, wo Leute uns erkannt hatten durch diese Juba-Filme, die wir gemacht haben. Und die waren halt auch mega awkward, weil ich es halt gar nicht begreifen konnte. Ich wusste auch gar nicht, wie man dann redet oder wie man antwortet, wenn man sagt, hey, ich kenne dich. Was antwortet man dann? Cool. Hallo? Ich weiß es nicht. Bis heute nicht. Meine erste große Investition war auf jeden Fall das Haus in Aachen. Das hat auf jeden Fall so einiges bereichert im Leben. Es hat so viele neue Möglichkeiten gegeben. Es hat so viele neue Türen geöffnet für uns. Und es war auch bis heute auch eins der besten Investitionen. Sogar schon in der Grundschule haben wir uns Liebesbriefe geschrieben und ja. Wir waren zusammen quasi, aber Briefschreibe technisch eher. Wenn wir uns getroffen haben, haben wir halt gepicknickt, so was halt Kinder machen in der Grundschule, oder? Machen wir das noch heute? Was sagst du? Weißt du es? Bei jedem Video mache ich ja immer etwas, was ich schon noch nie, also etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ob das ist jetzt, mich auf ein Pferd zu setzen oder einen fetten Wagen zu fahren oder in einem Kostüm durch den Wald zu laufen oder auf dem Boot zu sein oder auf dem Floß zu sein. Aber woran ich mich noch erinnere, ich habe gestern einfach mal nachmittags gepennt und das habe ich tatsächlich fast noch nie gemacht, würde ich mal sagen. Und es hat gut getan. Liebe Freunde und liebe Freundinnen, lasst mal ein Abo da hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu krass gelangweilt. Und ja, lasst doch mal ein Like da und schreibt mal ein paar coole Kommentare, irgendwas Nettes, weil unnette Sachen verkrafte ich nicht. Verkraftet ihr auch nicht, ne? Gut, okay, dann nur nette Sachen bitte, nur nette Sachen. Ja, genau. Und dann abonniert auch nochmal Instagram. Instagram ist auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Twitter auch. TikTok bestimmt auch. Oha, ihr habt ja alles. Snapchat natürlich auch. Facebook. Klar. Ich sehe nur schüttelnde Köpfe. Facebook nicht. So. Und dann viel Spaß heute bei eurer heutigen Tätigkeit. Auf Wiedersehen.